Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shovel Knight. Und zwar nicht Shovel of Hope, sondern diesmal die anderen DLCs oder Spin-Offs. Ich weiß nicht, was das sind. Die probieren wir mal aus. Ich würde gerne mal gucken. Spielstarter, wie gibt es die? Abenteuer, wie hältst du alles aus? Ah, okay. Ich würde aber gerne mal das Profil erstmal kopieren. So, wir haben das Profil jetzt kopiert, das heißt, wir können hier... Achso. So, wir können also hier mal so ein bisschen herumspielen, sage ich mal. Was passiert, wenn ich jetzt das Profil so auswähle? Ah, fängt er mit Shovel of Hope an, okay. Dann gehen wir mal kurz zurück. Das ist so etwas, das ihr auch sehen wollt, kommt. Das hat sich doch bestimmt jeder schon auch schon gefragt, wie das hier funktioniert. So, dann machen wir mal New Game Plus. Bist du wirklich gut. Ja, ich bin mir sicher. So, ich habe jetzt mal New Game Plus hier. Hier habe ich... Ich guck mal rein, was New Game Plus genau macht. Es hieß ja, man behält... Ja, das hatten wir schon alles. Ah, wir behalten also noch einfach alles, was wir hatten und lassen von vorne an. Okay. So könnte man theoretisch alle Audio-Files einsammeln, wenn die noch einem fehlen. So. Oh, der Anfang, der war so cool. Okay, nicht nur der Anfang, das ganze Spiel war eigentlich recht cool. Okay. Wir haben noch nie eins der Glasbehälter kaputt gemacht. So. Wir wollten ja aber die anderen Sachen ausprobieren und nicht hier New Game Plus. Also muss ich immer ein neues Profil auswählen, um die anderen zu spielen. Okay, ist ja nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir fangen mit dem nächsten an, und zwar Plague of Shadows. Yeah. Guck mal, der hat eine ganz andere Leiste. Da rechts sind schon ein paar Sachen. Plague of Shadows. Die Musik ist schon böse. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Also ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Doch das Böse trieb sein Unwesen und nach fielen selbst die wackersten Helden. So fielen die wehrlosen Lande der Verzauberin und ihrem Orden ohne Gnade in die Hände. Was niemand auch nur ahnte, der verrückte Alchemist Plague Knight hatte seine ganz eigenen Pläne. Nichts Geringeres als einen Tank unbegrenzter Macht wollte er bauen. Brauen, nicht bauen. Ein mächtiges Gebräu, mit dem ihm absolut nichts mehr unmöglich sein sollte. Jeder Ritter hütete unwissentlich eine wichtige Zutat und nun macht sich der Alchemist auf den Weg. Ah,
irgendwie cool. Also es ist so mehr so eine Spin-off wirklich, also so eine Side-Quest. Scherge. Oho, der Chef ist im Anmarsch. Wir müssen zurück zum Labor und zwar schnell. Ich will nicht Versuchskaninchen spielen. Halte einfach X zum Aufladen gedrückt und hol uns mit einem Bombenschub hier raus. Los, Beeilung! Für die Wissenschaft. Cool. Gar nicht mal so schlecht. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ist cool. Okay, das ist das erste Level wie bei Shovel Knight. Irgendwie das ja komisch aus. Gesundheitstonikum. Ein Sack voller Tonikum, um deine Gesundheit maximal aufzufüllen. Einfach das Menü mit öffnen und trinken. Ach, okay. Uiuiui. Cool. Da ist er zu weit geflogen. Der Kampfstil ist echt unterschiedlich. Aber es ist genau das gleiche Level. Nur ein bisschen verändert, kann man sagen.
jetzt auch Musik. Wie soll das denn funktionieren? So nicht. Ich muss da rein, okay. Das Erschreckende ist, das ist eigentlich die erste Ebene. Das heißt, hier sind wieder irgendwie gar keine Probleme. Aha. Trotzdem habe ich hier Probleme ohne Ende. Diese Münzen sind aber was anderes als das normale Gold.
war ja noch ein Special. Also da hat er auch nicht. Aber wir kämpfen jetzt nicht gegen Black Knight, oder? Hör mir zu, Zauberistin. Ich weiß, dass du ihm bei seiner Suche nach der ultimativen Trank hilfst. Ultimativer was? Ich habe den nicht mehr gesehen, seit er abgehauen ist, um sich dem Orden ohne Gnade anzuschließen. Ah, ein Trick der Alchemie. Mich kannst du nicht narren. Ich weiß, dass er danach trachtet, dich mit dem Trank zu betören. Warte. Mich? Was willst du damit andeuten? Da kommt jemand. Ach, das ist ja der panische Pausenclown. Höchstpersönlich. Ist es das wirklich wert, seine Verbündeten hinters... Entschuldigung? Licht zu führen, um das Herz der Zauberistin zu gewinnen? Hihihi, was? Wo in aller Welt hast du das denn gehört? Und ich weiß, wie du die Zutaten sammeln willst. Das Einzige, was noch schlimmer als ein... der... ja, Alchemist ist, ist ein Verräter. Mit dem Orden kannst du ja gern machen, was du willst, aber niemand bedroht ungestraft die Verzauberin. Ja. Mistiger Mist, 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 Mist. Mann, da freut man sich mit dem Spiel so sehr. Krass. Hier, wir freuen. Okay, also es ist das gleiche Level. Ein bisschen abgeändert. Das ist die gleiche Roadmap. Ein bisschen abgeändert. Halt! Keine Waffen erlaubt. Moment mal. Tun wir einfach so, als hätte ich dich nicht erkannt und du gehst unbehelligt deiner Wege. Das muss doch jetzt nicht eskalieren oder so. Und dass ich deine fiese Vogelfratze hier ja nicht nochmal sehe, du Freak. Halt, vielleicht hast du mich durch diese Maske da nicht richtig gehört. Wir halten das Thema doch schon mal, Meister. Du hast hier nichts zu suchen. Und jetzt zieh Leine, bevor ich die Geduld mit dir verliere. Ich
will da rein. Okay, das funktioniert. Ich versuch's nochmal. Normal, normal. Mann. Schade. Okay, dann wieder zurück. Oh. Ja, dann kann ich dem Schlüsseldienst wohl absagen, seufzt. Das war das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Hui. Yay. Das Shovel Knight. Ach, wir waren zeitgleich hier. Hihihi, Mona, wir haben da ein großes Problem. Man hat uns entdeckt. Ah, die Sache mit Black Knight? Ja, die Zauberistin hat mir alles erzählt. Kein Grund zur Sorge, den Schnabel krumm zu machen. Der Depp hat doch nichts gegen uns in der Hand. Schau mal, Gedanken müssen wir uns nur um die letzten Zutaten machen. Bis dahin müssen wir hier noch unseren Schattendasein fristen. Ja, hihi, die Essenzen. Ich werde sie mir ausborgen. Schön, und während du das machst, forsche ich noch etwas, damit es bei uns noch mehr knallt. Du weißt schon, man sagt ja, je größer die Explosion, desto besser der Alchemist. Ja, hihi, ab an die Arbeit. What the? Holla, hihi, diese Aufzüge machen immer so viel Spaß und so schwindelig wirkt. Eine wahrhaft schwindelerregende Technologie. Egal, willkommen zurück im Trankinarium. Also, woran arbeiten wir jetzt? Shop? Das hier? Okay, ich habe da einige neue Spielsachen entworfen, doch die müssen wir erst noch bauen. Also Materialien brauchen wir 40 Schiefermünzen. Hör mal, ich kann diesen Kram nicht für lau bauen. Wenn du also keine Münzen hast, geht's auch nicht weiter. Okay. Hallo, Black Knight. Black Knight hat versucht, mich zu verhören, aber ich glaube, den habe ich abgeschüttelt. Ob geschäftlich oder privat, deine Geheimnisse sind bei mir sicher, Black Knight. Egal, ja natürlich, du stehst doch auf Tränke, oder? Ja. Scherge, ich habe deine Spezialisierungen abgeholt. Willst du mal sehen und deine Rechnung begleichen? Ja. Wirf sie in ein funkelndes Loch und schau, was nach oben geflogen kommt. Hatte ich dieses Schweben? Ach so. Ah, Plague Knight, mein guter Freund, hast du einen Moment Zeit für mich? Seufzt. Was kann ich für dich tun, Percy? Mir ist das Papier ausgegangen und auf meinem Huf
passen einfach keine ballistischen Formeln mehr. Ich bin am Ende. Hehe. Brauchst du zufällig auch noch Kleber? Ich weiß nämlich, wie wir welchen machen können. Wie? Ach, das ist aber nett. Vielen Dank, aber Papier reicht. Siehst mitgenommen aus. Vielleicht kann ich mich ja mit einem liebevollen Rat arrangieren. Oolong. Ah, hier unten alle arbeiten so hart. Tja, und Oolong helfen will, helfen kann. Kann machen Musik. Hehe. Aber irgendwo müde einschlafen. Als aufgewacht, fast alle Musik vergessen. Armer Oolong. Will denken sehr stark. Erinnern mehr Musik vielleicht. Dann ich helfe. Ich helfe Forschung. Ah. So, gehen wir einfach mal raus. So, also wir haben hier Knight, King Knight und Spectre Knight. Hihihi. Das ist cool. Der hält richtig wenig aus. Oh, wieder die Mäuse. Das spielt sich komplett anders als Shovel Knight. Nein! Mist.
Gehen wir einfach wieder runter. Komm schon. Feuerballstab. Ist egal, ich laufe weiter. Kriegt das Ding hier nicht kaputt. Geil! Wie er sich da reingrätscht. Das ist cool. Ob im Messbecher oder im Sack. Christian hat einfach alles und zwar zack zack. Hey, schönes Relikt, das du da hast, Meister. Weißt du, das könnte ich dir durchaus abnehmen. Und dir ja im Gegenzug irgendeinen Franzis geben. Großer Knall, eine mächtige Explosion mit großem Radius. Joa. Dankeschön. Das ist so geil, wie der sich da reinquetscht. So eine Bomberman-Explosion, ey. Ist das seine Magie automatisch wieder auf oder habe ich was eingesammelt dazu? Das würde mich mal interessieren. Oh, ich bin ganz schön lange auf gerade. Kann ich den noch? Okay.
er kann das auch kaputt machen. Da hoch. So. Da oben war noch nur so eine... Oh Mist, da war noch so eine grüne Münze. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und in der nächsten Folge geht es dann weiter, oder? Ja, ich versuche dann später nochmal, ich denke in der nächsten Folge versuche ich die anderen Charaktere, um einfach mal zu sehen, was es da gibt. Aber ich denke, das spiele ich nicht durch. Denn ich finde den irgendwie unsympathisch, trifft das das? Also, ich macht es irgendwie nicht so Spaß wie mit Shovel Knight, aber... Die anderen würde ich mir trotzdem gerne mal angucken. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ihr könnt mir gerne auch was in die Kommentare reinschreiben. Und falls euch allgemein so gefällt, was ich so mache, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Shovel Knight. Und da probieren wir mal den Spectre of Knight aus. Und ja, danach dann nochmal den King Knight. Vielen herzlichen Dank. Macht's gut und tschüss.